Kardinal Reinhard Marx will auf sein Amt als Erzbischof von München und Freising verzichten. Darum hat der Papst Franziskus in einem persönlichen Brief gebeten. Marx wolle Mitverantwortung tragen für den sexuellen Missbrauch durch Amtsträger der Kirche. Diese Bitte um Amtsverzicht, das möchte ich unterstreichen, ist eine ganz persönliche Entscheidung, die ich in meinem Gewissen getroffen habe, die ich überlegt habe, nur im ganz kleinen Kreis beraten habe. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, in den letzten Wochen, vor allen Dingen in der österlichen Zeit, war mir klar, es muss sein. Ich möchte diesen Schritt gehen, auch weil mir das Evangelium die Richtung weist, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer es verliert, wird es gewinnen. Das ist der Weg, den wir zu gehen haben. Es gehe ihm nicht nur darum, Fehler juristisch aufzuarbeiten. Marx schmerze es, dass Menschen in der Institution Kirche Unheil erfahren haben. Er wolle ein Zeichen setzen und Verantwortung für die Institution Kirche übernehmen. Das schulde er den Betroffenen. Ich möchte aber deutlich machen, ich bin nicht amtsmüde. Ich bin nicht demotiviert. Sicher nicht. Ich bin überzeugt, dass diese Gesellschaft die Stimme des Evangeliums braucht, aber dafür braucht es auch eine Kirche, die sich immer wieder erneuert und versucht, soweit das eben menschlich möglich ist, auch glaubwürdig ihren Weg zu gehen. Bis Papst Franziskus über den Amtsverzicht entscheidet, solle Kardinal Marx seinen bischöflichen Dienst weiter ausüben. Kardinal Reinhard Marx ist seit 42 Jahren Priester und seit Februar 2008 Erzbischof von München und Freising. Seit 2010 ist er Kardinal.